Hallo und herzlich willkommen in dem Video, in dem ich über meine Vagina rede. Wird geschnitten von einem Mann. Hallo Kevin, viel Freude damit. Hello Party People des weiten Internetes. Internetes. Ist das der Genitiv? Des Internetes. Des Internets. Willkommen in dem Video, in dem ich über meine Vagina spreche. Vagina, Vagina. Diese Frage habe ich mir schon sehr oft gestellt. Vagina. 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 Vagina, 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 Vagina. Jetzt machen wir den Vagina, Vagina. Wie betont ihr das eigentlich? Vagina oder Vagina? Ich will schon mega lange dazu was sagen und hatte schon mal überlegt, ob ich einen Podcast, also eine Sprachnachricht dazu mache. Ich habe auch schon im Jack und Sam Podcast so ein bisschen mal darüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ich habe letztens ein Gespräch mit einer Freundin geführt und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, dann auch mal mit euch drüber zu sprechen. Werde ich deswegen wahrscheinlich das Gesicht einer großen Vagina? Ja, aber egal Leute, ich bin auch schon das Scheidenpilzgesicht und das Darmproblematikgesicht. Also packen wir doch auch noch das mega große Vagina-Gesicht obendrauf. Wisst ihr, wie in diesen Filmen, wo, kennt ihr das? Ist in ganz vielen Filmen so, dass dann so Fotos versehentlich benutzt werden oder absichtlich und dann sind Leute auf einmal auf so einer Anti-Intim-Herpes-Werbung oder sowas. Das könnte ich sein. Heute sprechen wir allerdings nicht über eine Krankheit, sondern heute sprechen wir über die Optiken von Vaginas. Und ich muss wirklich sagen, ich bin so überhaupt nicht gebildet, dass ich mich gerade frage, was ist eigentlich die Vagina und was ist die Vulva? Ich muss das googeln. Scheide, Vagina, Vulva bedeutet für viele das Gleiche. Aber kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Im täglichen Sprachgebrauch verwechseln wir diese sehr häufig. Zu der Vulva zählen innere und äußere Vulvalippen, Klitoris, Eingang zur Harnröhre und Vagina. Ah, die Vagina ist sozusagen das Loch, der Tunnel rein bis zur Gebärmutter. Und dann sind es die Vulvalippen, die inneren und die äußeren. Ja, wir sprechen heute insgesamt über Vulvas? Also hier bei mir könnt ihr was lernen. Wisst ihr, es ist so ein bisschen wie Biologieunterricht. Ich erzähle euch die Sachen, die ihr hoffentlich alle schon wisst und ich mich frage, wieso ich die mit fast 35 Jahren nicht weiß. Wobei, wenn ihr dieses Video seht, bin ich vielleicht schon 35. Auf jeden Fall das richtige Alter, um einfach mal über diese Thematik zu sprechen, weil sie betrifft sehr, sehr viele Frauen und es gibt einige tolle Frauen, die im Internet schon darüber gesprochen haben. Da werde ich auch gleich drauf eingehen. Also das, was ich schon mitbekommen habe. Aber für meinen Geschmack ist dieses Thema noch nicht groß genug. Und ich möchte euch einmal kurz ein bisschen reinholen. Ja, ich war mein ganzes Leben lang extrem unsicher wegen meiner Vulva. Jetzt habe ich das, oh Gott, ich will die ganze Zeit Vagina sagen. Ich finde, Vagina ist so ein viel schönerer Begriff als Vulva, oder? 2 plus 2 gleich 5, oder wie ist das nochmal? Eigentlich kann ich es nennen, wie ich will, aber ich will uns alle nicht verwirren. Ich finde übrigens auch Vulvalippen klingt irgendwie kacke. Ich finde, Schamlippen klingt besser als Vulvalippen. Aber Schamlippen beinhaltet das Wort Scham. Und das ist ja genau das Problem. Das möchte ich nämlich heute hier erreichen, dass wir uns alle nicht mehr schämen für unsere Schamlippen. Also sind sie nur noch Lippen, aber Lippen haben wir auch hier. Und das ist eine Vulva, also sind es Vulvalippen. Ich würde sie lieber Vaginalippen nennen, aber Vagina ist jetzt nur der Tunnel. Burnout. So, ich habe mich mein ganzes Leben lang, oder zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich würde so sagen Mitte 20, sehr, sehr stark für meine Vulva geschämt. Ich habe über die Jahre in meinem Umfeld mitbekommen, dass es sehr, sehr vielen anderen Frauen auch so geht. Sehr vielen Freundinnen und so weiter. Um ehrlich zu sein, habe ich das erste Mal erfahren, so mit Mitte, Ende 20, weil wirklich davor niemand darüber gesprochen hat. Wir befinden uns im Zeitalter des Social Media. Das bedeutet, solche Themen werden immer mehr angesprochen. Immer mehr Frauen trauen sich, darüber zu reden, wie auch bei ganz vielen anderen Themen. Aber als ich so Anfang 20 war, gab es das halt einfach nicht so. Da hat man nicht über sowas im Internet gesprochen oder diskutiert. Also so wie wir jetzt kollektiv über alles im Internet sprechen, so war das einfach nicht. Ich habe auch niemals mit Freundinnen darüber gesprochen. Erst irgendwann Ende 20 habe ich einer Freundin, mit der ich auch vor 2-3 Wochen nochmal gesprochen habe, was auch so ein bisschen der Anstoß für dieses Video war, gesprochen und habe erzählt von meinen Strugglen und meinen Gedanken und sie hat dann gesagt, ey, das ist bei mir ganz genauso, ich denke über dieselben Dinge nach. Darüber würde ich heute gerne mit euch sprechen, weil ich nicht nur glaube, sondern ich weiß, dass körperlich gesehen das super viele Frauen betrifft und ich weiß auch, dass es einen großen Teil davon auch
psychisch betrifft und sehr, sehr viel Einschränkungen im Leben gibt. Und deswegen starte ich jetzt einfach mal rein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wann das erste Mal das Thema, wie man es auch immer genannt hat früher, Muschi, Vagina, Scheide. Das Wort Scheide. Es ist immer noch. Es scheiden sich immer noch meine Geister bei dem Wort Scheide. Das erste Mal erinnere ich mich daran, dass ich, glaube ich, 12 Jahre alt war und dann habe ich mich im Spiegel angeguckt und habe das da unten angeguckt und dachte irgendwie, das ist komisch. Also es ist ja so genau die Zeit, wo der Körper sich verändert. Das war auch ein Jahr, bevor ich meine Periode bekommen habe, dass man irgendwie so merkt, oh, da wächst hier irgendwie was und da unten verändert sich auch so ein bisschen was. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wirklich, oh, das ist ein Bereich, den muss ich verstecken. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie gesellschaftlich geprägt das wirklich bei mir war oder ob das aus meiner eigenen Scham herauskommt und es total natürlich ist, dass wenn der Körper sich verändert, man das erstmal verstecken will. Aber das ist so das Erste, woran ich mich erinnere, dass es irgendwann aufgehört hat, dass man einfach nackig in der Umkleidekabine, in der Mädchenumkleidekabine voneinander hergelaufen ist, sondern sich auch so ein bisschen versteckt hat. Immer eigentlich früher immer mehr mit dem Fokus auf Brüste. Irgendwie habe ich mehr über Brüste nachgedacht, so in der 5. und 6. Klasse. Dann erinnere ich mich an die erste Analogie oder Metapher fürs Thema Vulva und das war im Musikunterricht. Da hatten wir nämlich so ein Buch, da waren so Lieder drin und da war unter anderem auch dieses Lied drin, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin, keine Widerrede, weil ich ja sowieso gewinne, weil ich ein Mädchen bin. Und ich weiß noch, dass alle Jungs immer ganz laut gesungen haben, weil ich ein Brötchen bin, weil ich ein Brötchen bin. Und dann habe ich erst so langsam verstanden, dass das nicht nur ist, weil das so ähnlich klingt wie Mädchen, sondern dass man irgendwie mit der Vulva ein Brötchen in Verbindung bringt, was ich damals nicht so richtig verstanden habe. Heutzutage weiß ich auch warum, meine Vagina sieht nämlich nicht aus wie ein Brötchen. Ich habe schon viele Metaphern und Analogien gehört, ob die jetzt gesund sind oder nicht, weiß ich nicht, ist Brötchen, Schlitz, Briefkasten habe ich letztens gelesen, habe ich vorher auch noch nie gehört. Irgendwann in meinem Leben kam natürlich der Zeitpunkt, wo ich vielleicht auch mit dem anderen Geschlecht interagiert habe, ja? Wo es dann vielleicht auch mal nicht nur Knutschi-Knutschi war, sondern da ist meine Hand irgendwo hingewandert. Ich will da jetzt auch nicht zu genau drauf eingehen, weil das auch wirklich nicht wichtig ist. Woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, dass ich eigentlich meine gesamte Jugend und frühes Erwachsenenalter sehr, sehr genau darauf geachtet habe, dass man meine Vulva nicht sieht, egal wo ich war. Also wenn ich irgendwie intim geworden bin, dann habe ich versucht einfach, dass man das nicht so sieht. Es war entweder das Licht aus oder es war die Decke drüber. Ich bin auf jeden Fall nie einfach, wenn ich in einer festen Beziehung war, ich bin nie einfach nackt vor den Leuten hergelaufen, weil ich immer das Gefühl hatte, diese Angst, jemand könnte mich angucken, das sehen und das irgendwie unnormal finden, weil ich der festen Überzeugung war, durch das, was ich von besonders männlichen Freunden gehört habe und was ich in Pornografie gesehen habe, dass mit mir was nicht stimmt. Ich dachte wirklich den Großteil bisher meines Lebens, ich bin eine, sagt man das so, Anomalie? Gibt es dieses Wort? Mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, was dieses Wort ist. Also ich war der festen Überzeugung, dass ich unnormal bin. Und zwar auf eine schlechte Art und Weise. Also, dass alle anderen Frauen oder irgendwie, keine Ahnung, 95 der anderen Frauen durch die Gegend laufende Brötchen sind und bei mir sieht es anders aus als bei anderen. Und ich wusste nie, finden andere Leute das irgendwie nicht schön und haben ein negatives Gefühl, wenn sie das sehen. Und, oh mein Gott, das ist wirklich ein sehr intimes Video. Das wurde darunter unter anderem befeuert, als ich 18 war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Joko und Klaas haben damals so eine Challenge gemacht. Ich glaube, das hieß Porno-Ping-Pong oder Porno-Bingo oder sowas. Da sind die in die Videothek gegangen. Ja, sad, I know. Rest in peace, Videotheken. Auf jeden Fall sind die immer in Videotheken gegangen und zwar in die Porno-Abteilung. Gab's bei uns auch. Da bist du reingegangen, das war ab 18. Und dann waren da halt so Videos und mit abgefahrenen Titeln auch teilweise, keine Ahnung, Willkommen bei Dr. A. Nahl und sowas. Und Joko und Klaas haben sich immer diese Titel gegenseitig vorgelesen und mussten einander zum Lachen bringen. Also die Aufgabe war, irgendwelche besonders lustigen Titel oder kreativen Titel zu finden, wo der andere einfach anfangen muss zu lachen. Und täglich schmerzt der Rüssel mir. So, und dann fanden ich und meine Freundinnen oder ich und meine Freunde das total witzig und dann sind wir in die Videothek gegangen und haben überlegt, wir spielen das nach. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich eine
eine DVD gesehen habe oder eine Kassette. Ich weiß, nee, es war, glaube ich, schon eine DVD. So, als ich volljährig war, gab es schon DVD. So alt bin ich auch wieder nicht. Und da stand drauf, eklige Schlabber F. Ja, dann habe ich das gesehen und dachte, es ist mir sogar jetzt ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Oh, wow, ein paar von den Vulvas auf diesem Cover sehen aus wie meine. Offensichtlich ist das, wie ich gebaut bin, ein Fetisch. Es hat mich noch mehr verunsichert, dass ich gedacht habe, okay, es ist gut, dass ich das verstecke. Und das habe ich nicht nur in so einem intimen, sexuellen Kontext versteckt, sondern zum Beispiel auch in der Sauna. Ich war schon mein ganzes Leben lang immer in der Sauna und konnte insgesamt mit dem Thema Nacktheit halbwegs gut umgehen durch diese Sauna-Thematik. Da wird man ja auch so ein bisschen lockerer. Also ich meine jetzt nicht den Sauna-Club. Meine Freundin von mir hat mich mal falsch verstanden, dachte, ich gehe in den Sauna-Club. Ich meine ganz normal den Wellness-Sauna-Bereich, wo man schwitzt und sich dann abduscht und dann hinlegt und ein Buch liest. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch immer im Schwimmbad und in der Sauna wenige Frauen immer so richtig, ich habe natürlich nicht versucht zu starren, aber man versucht sich ja zu vergleichen, wenn man verunsichert ist, immer so versucht habe, irgendwie so einen Blick zu erhaschen, wie sieht das bei anderen aus. Und die, die sich frei bewegt haben, die sich einfach gezeigt haben, das waren immer Frauen, wo ich dachte, ja, ein Brötchen, ein Briefkasten. Also wisst ihr, ich habe nur gesehen, was mich persönlich bestätigt hat. Und irgendwann mit Mitte, Ende 20 war es dann soweit. Nee, das war ein bisschen früher, Leute. Da war ich 23, da habe ich nämlich Kevin gerade kennengelernt. Das weiß ich noch, da bin ich frisch nach Bielefeld gezogen und dann saß ich im Auto und habe mit einer Freundin Sprachnachrichten ausgetauscht und dann habe ich ihr das einfach erzählt, dass ich schon seit sehr langer Zeit darüber nachdenke, mir die Vulva operieren zu lassen, weil ich irgendwann gehört hatte, dass man das operieren lassen kann. Ich bin dann damals sogar zum Arzt gegangen. Ja, das ist mir jetzt wirklich ein bisschen zu intim zu sagen, was dieser Arzt gesagt hat, aber er hat halt Worte für meine Vagina benutzt, die im medizinischen Kontext komplett Sinn machen. Aber diese Worte, das so zu hören, wie jemand anders das beschreibt, mit welchen Adjektiven, das hat sich voll kacke an gefühlt. Ich weiß nicht, jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, ein Arzt ist eigentlich nur dafür da, irgendwie deinen Wünschen nachzugehen, aber ich weiß nicht, rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass ein Arzt zu mir gesagt hätte, dafür gibt es keine Notwendigkeit. Also, dass mir jemand mal die Wahrheit gesagt hätte, wie es aussieht. Ich meine, das ist ein Mann, der sieht jeden Tag 1 Million Vulvas und der wusste ja die Wahrheit, die ich ja jetzt heutzutage erst weiß, wozu wir gleich kommen. Die Wahrheit. The truth about vaginas. Genau, ich hätte mir, glaube ich, jetzt rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass ich da eine empathische Aufklärung kriege und irgendwie so ein bisschen das System und die Gesellschaft ein bisschen im Blickwinkel auch eines Arztes sind, wenn es um solche Schönheitsoperationen geht. Also ich war ja auch schon mal beim Schönheitsdoc zum Beispiel, habe nichts operieren lassen, aber vielleicht hat da eine Spritze stattgefunden und da fand ich das zum Beispiel auch, also ich war wegen 2 Sachen da, habe nachgefragt und ich muss sagen, das ist wirklich ein, ich weiß, es ist nicht die Aufgabe von einem Arzt, aber irgendwie, wenn jemand so sagt, so, das würde ich Ihnen nicht empfehlen, das brauchen Sie nicht, das ist wunderschön bei Ihnen. Ja, ich finde, das sollte eigentlich jeder Beauty-Doc sagen, das ist wunderschön, Sie müssen das nicht machen. Und dann kann man immer noch sagen, ja, will ich aber, weil ich finde es geil. Oder meinen sie wirklich, weil das eigentlich nur eine Unsicherheit. Vielleicht wäre das ganz cool. Auf jeden Fall wurde das zu mir gesagt. Sie müssen das nicht machen, das ist schön bei Ihnen. Warum sollten Sie das machen? Orientieren Sie sich nicht an dem Typ, der Sie nicht sind. Naja, egal. Es ist nicht die Aufgabe eines Arztes, es ist eine ganze systematische, große, gesellschaftliche Sache. Aber auf jeden Fall hat er mir dann erklärt, wie so ein OP-Verlauf wäre, dies, das und dass ich nochmal drüber schlafen kann. Und dann bin ich halt da rausgegangen und dann habe ich halt sozusagen meiner Freundin eine Sprachnachricht geschickt und habe ihr erzählt, dass ich das operieren lassen möchte. Und dann hat sie gesagt, krass, da denke ich auch schon seit Jahren drüber nach, bei mir ist das nämlich genauso. Und ich war so, oh, wir sind zu zweit auf dieser Welt, wir sind zu zweit. Long story short, ich habe mir meine Vulva nicht oder meine Vulvalippen nicht operieren lassen, sondern sie so gelassen, wie sie sind. Ich muss auch sagen, da hat mein Freund einen sehr großen Teil zu beigetragen, weil manchmal ist es wirklich hilfreich, wenn eine andere Person Dinge an dir liebt, die du selbst an dir vielleicht nicht lieben kannst, weil du verunsichert bist oder böse Sachen darüber gehört hast. Und das war halt das erste Mal, dass jemand positiv etwas darüber gesagt hat, weil ich war vorher in einer Beziehung, wo zwar nicht es negativ beleidigt wurde, aber wo Witze darüber gemacht wurden. So wie, oh, du warst heute schwimmen, die anderen Mädels zeigen dir auch alles. Solche Sprüche gab es halt und das hat mich halt total verunsichert und mir das Gefühl gegeben, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Und dann bin ich in meiner neuen Beziehung gelandet, in der ich ja jetzt immer noch bin. Das war sozusagen der zweite Mensch, der mich so komplett nackt im Leben gesehen hat und der das richtig gut fand und gesagt hat, ich finde es voll schön, ich finde es voll cool, ich finde es voll attraktiv. Also ich mag das genau so, ich finde es super. Und es war halt für mich so, okay, krass.
Am Anfang habe ich noch so Späße drüber gemacht. Wisst ihr, ich bin immer so, wenn ich so ein bisschen unsicher mit was bin, dann mache ich mal so einen Witz. Und wenn er dann gesagt hat, so, ah ja, ich find das total schön, habe ich gesagt, ja, du bist doch Fetischist. Aber ich muss sagen, dass mir das schon super geholfen hat. Und dann kam irgendwann der Moment, und es ist bestimmt ein Kunstwerk, was super viele von euch kennen. Es kam die Wall of Vagina. Und zwar Jamie McCartney heißt der Künstler und der hat die Wall of Vaginas gemacht. Der hat Gipsabdrücke gemacht von 400 Vulven. Die konnte man oder kann man sich angucken. Also wenn ihr Wall of Vaginas googelt, dann könnt ihr das euch nochmal genauer angucken. 400 Women, the Great Wall of Vulva. Oh, das Wort Vulva gibt es doch im Englischen. Mein Gott, ich lerne auch bei jedem meiner Videos was dazu. Knowledge is power, freedom from shame and anxiety is the purpose. Und genau das hat es bei mir ausgelöst. Ich habe damals das erste Mal dieses Kunstwerk gesehen, habe diese Wall of Vaginas gesehen und das, was ich erwartet hatte, waren, weiß ich nicht, 350 Brötchen, die alle komplett gleich aussehen, wie in den Pornos, die ich irgendwie gesehen habe und die wenigen Vulvas, die ich erhaschen konnte, wenn ich mal in der Sauna war. Und was ich aber bekam, war einfach eine Wand voller 400 Vaginas, Vulvas, die unterschiedlich nicht sein könnten. Große, kleine, große Schamlippen, Vulvalippen. Und also wisst ihr, außen und innen so groß, klein, asymmetrisch, symmetrisch, dann manche ein bisschen dicker, so mit mehr Fleisch. Fleisch klingt nicht gut in diesem Zusammenhang. Wie sagt man das? Also mehr innen, mehr... Es ist wirklich nicht leicht, Adjektive für dieses Thema zu finden, die irgendwie nicht strange klingen. Also so ein bisschen dünner und flatteriger im Wind, sage ich jetzt mal so. Vulvalippen flattern im Wind. Das wäre unser Podcast-Titel, wenn ich mit Sam drüber sprechen würde. Und das war für mich so ein, boah, krass. Was ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Ich weiß gar nicht mehr, was die Wahrheit ist, aber ich weiß noch, dass ich mich damals so, so gut gefühlt habe. Und ja, dann sind so die Jahre verstrichen und ich habe irgendwie immer mehr Frieden mit diesem Thema gefunden, auch wenn ich mich immer noch nicht ganz wohl damit gefühlt habe und auch immer in der Sauna noch so ein bisschen versteckt habe. Aber ich war halt irgendwann an dem Punkt, ich war in einer festen Langzeitbeziehung und ich habe einfach überall blank gezogen von meinem Freund. Der fand das super und ja, also ich habe mich frei gefühlt, ne? Und dann das Thema, ich dachte so, ja, das Thema habe ich eigentlich aufgearbeitet. Aber trotzdem war ich noch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich es trotzdem gern anders. Dann kam irgendwann etwas, das war so ein Balsam für meine Seele und da möchte ich auch nochmal ein richtig fettes Dankeschön rausgeben. Und zwar habe ich irgendwann eine Folge gehört von dem Podcast, den gibt es heutzutage nicht mehr, Besser als Sex mit Leila Lowfire und Ines Agnoli. Und Ines Agnoli hat in diesem Podcast ihre Vagina, Vulva immer Truthahn genannt. Ines ist ja auch eine sehr lustige Person, die immer lustige Metaphern und Analogien hat und sie hat ihre Vagina Truthahn genannt und hat halt gesagt, dass sie große innere Schamlippen hat, große innere Vulvalippen, so, und hat davon erzählt und es war einfach so, ich habe da zugehört und es war so, boah, ich kann euch nicht sagen, also Ines, du wirst das hier nicht sehen wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich nicht auf YouTube unterwegs, aber ich war so dankbar dafür, ich weiß noch ganz genau, wo ich war auf dem Balkon in unserer vorletzten Wohnung, habe da gesessen und habe gedacht, es schüttet jemand einfach so Bepanthen über meine Seele. Okay, das war auch eine merkwürdige Metapher. Ja, und sie hat dann erzählt, dass sie früher auch darüber nachgedacht hat, sich das operieren zu lassen, dass sie aber irgendwann gelernt hat, wie viele Nervenbahnen auch durch so Vulvalippen laufen und dass sie sozusagen, um irgendwie so auszusehen, wie sie denkt, dass Männer das vielleicht sehen wollen würden oder dass sie sich weniger dann schämt oder das schöner findet, dafür sozusagen das aufgibt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, sie hat sogar sowas gesagt wie, es ist so ja schon manchmal schwierig, irgendwie zum Höhepunkt zu kommen und dann nehme ich mir doch nicht da die ganzen Nerven weg für so Typen oder für Optik oder sowas. Irgendwie so. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es ist 5 Jahre her, seit ich diese Podcast-Folge gehört habe. Auf jeden Fall war ich damals so dankbar für diese Podcast-Folge und die hat so, so viel in meinem Kopf verändert. Ja, ein weiteres Ereignis, was so mit reingespielt hat, war, also ich war in Thailand und da hat eine Frau, Aida Lucy heißt sie, das ist auch, findet ihr auch auf Instagram und YouTube, die macht super viel zum Thema Tantra, Sex, Open Relationships, Orgasms. Und ich habe damals einen Kurs bei ihr mitgemacht in Thailand. Also Freundinnen von mir wollten da hingehen, haben gesagt, hier ist so ein Multiple Orgasms
Kurs möchtest du damit hinkommen? Habe ich auch meine ganze Sprachnachricht drüber aufgenommen und dann so in 2 Stunden erzählt, was in dem Kurs passiert war. Das war super crazy, Leute. Also die macht wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Also die arbeitet halt mit Frauen, bringt denen halt so tantrische Sachen bei. Oder in dem Kurs, in dem ich war, waren zum Beispiel auch Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt waren oder so Vaginismus hatten. Und dann einfach arbeitet die so mit denen auch teilweise therapeutisch und ja, wie man so eine Berührung dazu kriegt oder sich wieder an seinen Körper traut und so. Das ist ganz toll, aber halt auch für Frauen, die nichts erlebt haben oder menstruierende Menschen, die nichts erlebt haben, sondern einfach halt irgendwie so ein bisschen, ja, dann nochmal neue Sachen entdecken wollen. So, und das war ich. Ich war neugierig, ich war da. Es ging in diesem Workshop auf ganz viele andere Dinge auch noch, aber unter anderem gab es irgendwann einen Punkt, da habe ich mich auch sehr erschrocken, als angekündigt wurde, dass wir das machen. Da wurden wir Frauen, wir waren glaube ich so 10 Frauen, in 2 Gruppen aufgeteilt und dann sollte der eine Teil der Gruppe sich in die Mitte setzen, so Rücken, also wie so ein Kreis, wisst ihr, so nach außen, aber hier saß ich, da saß die Nächste, da die Nächste und immer so mit dem Blick nach außen aus dem Kreis raus, untenrum nackt, Beine breit, so saßen wir, ich hier, da die Nächste in so einem Kreis und die anderen 5 Frauen sollten sich davor setzen und es war eine meditative Situation und Leute, ich habe gedacht, ich drehe durch, ich die Person, die ihr ganzes Leben lang ihre Vagina versteckt hat, soll sich jetzt da hinsetzen, breitbeinig und jemand soll 5 Minuten auf meinen Intimbereich gucken, ich habe wirklich gedacht, kann ich das, es haben 2 Frauen, glaube ich, nicht mitgemacht, die auch eine Vorgeschichte hatten und so gesagt haben, so nee, das geht mir zu weit, ich glaube, hätte ich mehr Zeit zum Nachdenken gehabt, dann hätte ich mich das auch nicht, aber es ging alles so super schnell und auf einmal saß ich da, also und ich bin aber jetzt im Nachhinein wirklich sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Also ich habe keine Grenze von mir überschritten, ne? Sondern es war eher so eine Scham, sage ich jetzt mal. Man soll sowas ja nicht machen, wenn das wirklich eine Grenze von einem überschreitet. Das war es nicht. Es war eher sehr, sehr uncomfortable. Ja, und dann saß ich da in dieser meditativen Situation mit, keine Ahnung, Klangschalenmusik und einem Räucherstäbchen. So, Beine breit. Die Aufgabe war es, dass die Frauen, die außenrum waren, wir haben dann nach einer Runde gewechselt, einem nicht in die Augen schauen, sondern einfach nur straight, ich weiß nicht wie lange, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, die Vagina der Frau vor sich angucken. Dann ging das so im Wechsel weiter. Also man ist rumgegangen. Und ich weiß nicht genau, bis heute, wofür diese Übung war. Ich gehe davon aus, es war so ein bisschen dieses Weiblichkeit verbinden. So sehen wir untenrum aus. Das sind wir, so diese Gemeinschaft zu bilden. Ich glaube aber, es ging vor allen Dingen auch darum, wie bei der Wall of Vagina, ein Bewusstsein dazu entwickeln, wie unterschiedlich wir aus sind. So die eigene Scham abzulegen, so hey, wir sind alle gleich und wir sind alle unterschiedlich und deswegen gleich. Eine Frau, die vor mir saß, ich konnte dir angucken, wisst ihr? Also ich habe dir angeguckt, aber die haben mich da unten angeguckt, hat meinen Intimbereich angeguckt und hat angefangen zu weinen. Und ich war so, you're welcome. Und ich dachte die ganze Zeit, was geht im Kopf dieser Frau vor sich? Und später haben wir dann unsere Erfahrungen geteilt und auch diese Frau hat etwas gesagt und dann hat sie gesagt, dass sie ihr ganzes Leben lang sich mega krass versteckt hat, sich übelst krass geschämt hat, weil sie dachte, alle anderen sehen gleich aus. Sie saß dann vor mir, es war wohl die 3. Vagina und in dem Moment ist sie einfach so emotional geworden, weil sie erkannt hat, wir sind alle unterschiedlich, so viele andere Frauen sehen aus wie ich untenrum und es ist schön und es ist weiblich und was habe ich eigentlich mich selbst gequält diese ganzen Jahre lang, was ist das eigentlich für ein Bullshit? Ich habe kurz gedacht, oh Gott, ich möchte eigentlich nicht die Person sein, wegen der sie das erkennt, aber ich mache ja auch genau dieses Video aus dem Grund, wisst ihr. Ich bin dann gerne das Gesicht dafür. Andere Frauen waren dieses Gesicht ja für mich auch. Es muss ja irgendwie darüber gesprochen werden, immer mehr, weil ich erreiche ja auch nicht alle Menschen. Ich erreiche ja auch nur so einen winzkleinen Teil der Frauen auf dieser Welt und deswegen ist es wichtig, dass immer wieder über solche Sachen gesprochen wird und solche Sachen gemacht werden und gezeigt werden und dass man auch irgendwie, das sage ich mir jetzt gerade, um mich zu motivieren, dieses Video zu veröffentlichen, einfach auch mal darüber sprechen, dass Dinge normal sind, weil nur so werden sie ja normal. Naja gut, das war jetzt die Moral, die Gesellschaftsmoral, da wollten wir ja gar nicht hin. Auf jeden Fall hat das in meinem Leben super viel verändert. Also zusammengefasst, eine tolle Frau, die ich richtig cool finde, hat im Internet darüber geredet, wie sie untenrum aussieht und hat gesagt, dass sie aussieht wie ich quasi. Und ich dachte so, ach, das ist ja cool, ich bin nicht mehr allein. Dann hatte ich noch eine Freundin, die mir dasselbe erzählt hat. Dann habe ich diese Wall of Vagina gesehen und schlussendlich war ich dann bei diesem Woman
Orgasmic Woman Workshop und habe halt sogar vor Ort an 10 Frauen gesehen, wie unterschiedlich wir alle aussehen. Irgendwie ist es gleich, es ist einfach dieses Vulva-Gedöns da unten und bei manchen ist halt, die inneren Schamlippen sind halt ein bisschen kleiner und die äußeren größer. Bei anderen ist das andersrum, dann gibt es Leute, die haben ganz kleine, also zum Beispiel ich habe ganz kleine äußere, also das ist sehr knochig und deswegen ist das Innere sehr präsent. Ich habe dann irgendwann so meinen Frieden damit gefunden, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, zu 100%. Manchmal, wenn jetzt eine Sauna so ganz voll ist, sind super viele junge Leute. Aber ich glaube, dann verstecke ich das gar nicht. Nein, das verstecke ich gar nicht mehr so deswegen, sondern es ist eher so insgesamt so ein, ach, jetzt bedecke ich mich mal kurz und dann setze ich mich hin und dann bin ich nackig. Aber mittlerweile bin ich wirklich so entspannt geworden mit meinem Körper. Also wenn ich jetzt nicht gerade einen total unsicheren Tag habe, dann ziehe ich in der Sauna komplett blank, laufe da rum, dusche mich vor den Leuten und sage, guck doch, you can find this kind of on the wall of vagina, okay? So, und dann kommen wir zum finalen Ding, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, da muss ich irgendwann nochmal länger drüber sprechen. Und zwar, ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und habe gefragt, wer von euch ist Team Brötchen und wer ist Team Truthahn? Soll ich euch sagen, was das Ergebnis war? 50-50. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte die Leute so ein bisschen upliften auf Instagram, um zu zeigen, guck mal, wir sind ganze 25%, wir sind ganze 20%. So habe ich gedacht. Und dann gucke ich mir nach 24 Stunden das an und sehe, es ist fucking 50-50. 50% aller Frauen haben eventuell schon negative Erfahrungen gemacht, wie auf sie reagiert wurde, was andere Leute darüber gesagt haben, wie etwas auszusehen hat. Finde ich auch mega kacke, hat mir auch letztens meine Freundin erzählt. Sagt sie, ich habe früher so viel auch mit Kerlen rumgehangen und die haben immer sowas erzählt und haben irgendwie so gesagt, bah, wenn das dann so, bla 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 und so eine Scheiße. Ich will nicht wissen, wie viele dieser Frauen solche Erfahrungen gemacht haben und sogar wenn sie diese Erfahrungen nicht gemacht haben, wenn wir uns Pornografie angucken, wir sehen einfach hauptsächlich diese versteckten inneren Vulvalippen. Das ist aber einfach nur die halbe Wahrheit. Ich wollte einfach dieses Video machen und einfach drauf loserzählen und euch einfach sagen, dass ihr sehr schön seid, wie ihr seid. Für mich hat es einfach nur Frauen gebraucht, die mir sich gezeigt haben, die gesagt haben, Alter, what the fuck, natürlich, das ist hier, das ist schön, das ist normal und das lebe ich aus und das spreche ich drüber und das verstecke ich nicht. Nehmt euch nicht Gefühle weg, sexuelle Gefühle, sexuelle Lebensenergie, das hat was mit Lebensenergie zu tun, um anderen Leuten zu gefallen oder weil ihr denkt oder den Irrglauben habt, dass ihr besonders aussehen würdet, obwohl ihr genauso anders unterschiedlich seid wie wir alle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Erfahrungen und Gedanken in die Kommentare schreiben. Es ist auch okay, wenn ihr das nicht möchtet. Falls es ein schambehaftetes Thema für euch ist, dann lasst das einfach an euch weiterarbeiten. Freue mich aber natürlich sehr, sehr über eure Meinungen in den Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich freue mich auf euer Feedback. Tschüss, Sikowski.